Vögel brauchen Flügel, Fische brauchen Wasser und Menschen brauchen Menschen. Das Leitbild im Dorfservice ist die Kraft aus dem Miteinander. Und diese Lücken, die wir im sozialen Netz schließen, nehmen hauptsächlich ältere Mitbürgerinnen und Bürger in Anspruch. Wir ermöglichen ihnen, dass sie länger zu Hause hohe Lebensqualität, aber selbstbestimmt bleiben und wohnen können, in den Gemeinden bleiben können. Was das Schöne ist, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, es macht so viel Freude, es bringt so viel Dankbarkeit zurück, wenn ich meine Zeit in der Gemeinde einfach schenke. Die professionelle Freiwilligenbegleitung im Dorfservice schaut so aus, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ehrenamtlich mitarbeiten, dass sie unfallversichert sind, dass sie haftpflichtversichert sind und dass sie das Kilometergeld rückerstattet bekommen, dass wir eine sehr ausgeprägte herzliche Dankeskultur pflegen, Weiterbildungen nach Wunsch einfach für sie planen und organisieren, besonders für die Altersgruppe, mit der sie am meisten zu tun haben, mit den alten Menschen. Ich bin Luca, ich bin 2011 zum Dorfservice gekommen, mit 15 Jahren damals. Also ich bin gern beim Dorfservice, weil ich meine Zeit sinnvoll nutzen kann und weil ich merke, wie viel Freude ich den anderen Leuten machen kann. Einfach die Zeit schenken und das tut dann selber auch super. Das Dorfladele bietet die Möglichkeit, jungen Familien Kinderkleidung, die sie nicht mehr brauchen, zu bringen, um es anderen zur Verfügung zu stellen. Aber sie nehmen dann auch Sachen mit, weil ihre Kinder größer waren sind und können kostenfrei neue Kleidung für ihre Kinder mitnehmen. Diese Idee, dieses Bringen und Nehmen, Geben und Nehmen, ist ja ein wunderbarer, nachhaltiger Gedanke, den wir in Zukunft für eh noch mehr pflegen werden. Wir sind ja mit einem laufenden Projekt in das CLAB hineingegangen und haben gesehen, wo unsere Stärken, wo auch unsere Schwächen sind, wo wir dann aber, wo die Innovation weiterhin bei uns sein wird. Das wird die Generationenarbeit sein in den Dörfern draußen. Aber die größte Herausforderung ist es für uns, den Transfer des Dorfservice als Innovation in andere Regionen, in andere Länder vorzubereiten und das erfolgreich mit der Universität Schlagenfurt zusammen. Die Rückmeldung, die wir kriegen von den Gemeindebürgerinnen und von den Gemeindebürgern ist, es ist das Beste, was euch bisher eingefallen ist. Und das ist das größte Lob und die schönste Anerkennung.